Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ranch Simulator. So, heute geht's weiter. Wir gucken einmal hier rein. Da ist nur ein Ei drin, das interessiert uns jetzt nicht so. Oder aber ein paar mehr. Da kommen wir, lassen die mal drin. Okay, wir brauchen Geld. So, erstmal den Korb hier wieder ablegen. Von dahin. So, da ist nichts dran. Die eine Mutti hier ist immer noch schwanger. Fressen haben sie eigentlich. Sollte eigentlich auch automatisch nachfüttern oder muss ich selber machen? E halten, um alle Tröge zu füttern, habe ich gemacht. Hat er denn alle jetzt gefüttert? Nein. Nicht wirklich. 18 Uhr 33. Ja, können wir ja eigentlich hier noch ein bisschen Holz hacken. Ist ja bald soweit, dass wir schlafen können. Bisschen hier den Wald reduzieren. So würde ich auf jeden Fall sagen. Hier sind auch zu nah aneinander. Alles mal so wegholzen, was zu nah aneinander ist. Könnten wir das nämlich wieder für andere Projekte, also andere Bauprojekte benutzen. Das Holz. Würde ich sonst heute noch machen. Ich würde halt versuchen, heute hier den hier fertig zu bauen. Dafür brauchen wir noch 101 Metall. Das entspricht 1100, was wir an Geld machen müssen. Das ist natürlich auch eine Summe, die müssen wir erstmal erreichen. Von den Höschen, die hatten wir ja alle weg, die hatten wir alle verkauft. Ein Fass können wir mal hier wieder reinpacken. Auch wenn da halt aktuell nichts drin ist, dann kann man da eigentlich die bald wieder reinpacken. Oder besser gesagt, ja, wieder Honig rauspressen. Ich würde dann gleich mit euch jagen gehen, noch ein bisschen, damit wir vielleicht in die Richtung des Preises kommen, was wir benötigen. Mal eben das Holz erstmal hier wegpacken. Liegt jetzt dann alles hier hinten. Das müssen wir dann nur einmal holen und können das dann eigentlich schon verwursten. Wetter. So, 10 Minuten noch. Wir haben ja leider nichts zum Verkaufen gerade aktuell, sonst hätte ich gesagt, wir fahren verkaufen. Aber solange wir da nichts haben, können wir nichts verkaufen. Vielleicht finden wir ja noch Bienen unterwegs. So, wir gehen jetzt einmal hier ins Zelt. Wenn ich aufgestanden bin, überprüfen wir gleich einmal die Stelle. Mir sehr wichtig, dass die Tiere genügend zu futtern haben. Wir haben hier nichts zu essen, ne? Würde gerne das sehen, wenn die das hier mal befüllen, alle. Wäre cool.
3 von 21. Das ist nicht akzeptabel. Nicht akzeptabel für mich. Danke, Schwein. Wisst ihr, was ich meine? Das geht so nicht. Ich muss. Möchte, dass es halt immer voll ist. So, das lassen wir runter. Dann fahren wir jetzt los. Ah, Anhänger. Anhängen braucht man einfach nur daneben stehen anscheinend. Gut. Ja, sonst ist es halt wie folgt. Wir gehen wieder ein bisschen jagen. Wir brauchen ein bisschen Geld. Brauchen wir eigentlich ja nur das hier einmal füllen. Alles, was wir haben. Dann sollte das eigentlich schon ausreichend sein. Hey, warte mal. Ist eine neue Aufnahmesession. Jetzt möchte ich mal gucken, ob halt die Bienen nachgespawnt sind. An der einen Stelle. Und zwar in etwa hier hinten. Anscheinend doch nicht. Das hat aber geklappt. Mehr wollen wir ja nicht. Und immer die Tiere einmal erlegen. Drei Stück Fleisch. Muss auch nicht so sauber das da drauf packen. Wichtig ist nur, dass es drauf ist. Vielleicht war ich auch an der falschen Stelle. Kann natürlich auch sein. Mit den Bienen. Wir werden das schon irgendwie wieder finden. Oder wir werden schon wieder welche finden. Glaube ich, kein Problem, oder? Ich glaube, an dem Baum hingen die letzten Mal. Rechts. Aber anscheinend diesmal nicht. Glaube ich, random. An dem Baum da. War ich noch nicht. Einmal hier smoken und dann können wir uns wiederholen. Perfekt. So und nicht anders. Da liegt Fleisch. Unser Auto ist, wissen wir ja. Zack. Und hier unten noch. Perfekt. Die erste Kühlbox auch bald voll. Bei 11 von 12 haben wir schon, ne?
Und wir haben einmal Bienen heute schon gefunden. Das ist schon erfolgreich. Brauchen halt noch viel mehr Fleisch und auch Geld. So, die Bären, die sind ja hier hinter. Okay, wie war das noch? Mit erfolgreich sein, ich glaube, das sind wir heute. Und zwar Bienenstock Nummer 2. Perfekt. Jetzt noch einen finden und ich bin zufrieden. Dann haben wir nämlich unseren zweiten voll. Und ich glaube, dafür musste ich mehr arbeiten als für alle anderen Tiere. Also für Honig. Und macht sie aber auch bezahlbar. Man bekommt ja genügend Geld dafür. Für Honig. So, einmal das Gewehr nehmen. Mal schießen. Und wer kommt und tot. Schau doch noch lieber immer ein, zweimal mehr um die Ecken. Und wir sind sicher, aktuell, sagte er. Und dann kommt ein Bär und dann bin ich aufgefressen, ne? Fahren wir mal hier lang. Essen sind es aber, glaube ich, 3 Bären. Meint 3 Bären eigentlich, aber. Mein Enttäuschen tut es mir trotzdem nicht. Das mit den Bienen, das war schon sehr, sehr Gold wert. Damit bekommen wir fast 2 Fässer voll. Das sind um die 400 Dollar, Euro. Oh, ich habe gerade. Gerade Wildtiere gehört, die gestorben sind, und ich habe hier noch Bienen gefunden. So. Und damit einmal den nächsten voll. Nächsten Bienenstock voll. Damit haben wir auch es ja heute geschafft. Oder sind um einiges halt weiter jetzt gekommen. In Sachen von Honig auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen uns demnächst nochmal welche holen. So, ein Schuss. Zweiter Schuss. Drehe ich mich hektisch um. Ich kenne nämlich, dass das hier immer ein zweiter noch ist.
Einer ist doch hier noch. Das ist halt die Frage, wo. Klar, man kann halt auch in den Wagen einsteigen und dann ist man sicher. Ey, wer den Kampf gegen den Bären? Will ihn niederstrecken. Komm, wir fahren verkaufen. Wir fahren verkaufen, dann bringen wir den Honig weg. Beziehungsweise unsere Bienen. Dann überlegen wir uns. Oder sehen wir ja dann, ob wir genügend Geld haben. Ich glaube eher weniger. Aber vielleicht können wir ja nochmal Honig machen. Ziemlich doof, ne? War mir bewusst, dass er mich jetzt halt einmal erwischt. Aber no risk, no fun, ne? Er kann nicht von sich behaupten, er hat gegen Bären gewonnen. 1 gegen 1. So, dann mal schon mal 2 voll. Ich hoffe, dass der Multiplikator jetzt da ist. Ups. War ich nicht. Mit den Anhängern fühlt er sich aber viel schwammiger an der Wagen, ne? Habe ich das eigentlich schon erwähnt? Natürlich nicht. Würden wir bekommen. Ah, das ist viel zu wenig eigentlich, ne? Naja, müssen wir mitnehmen. Aber dafür haben wir ja auch 3 Bienenstöcke gefunden. Die sind viel mehr wert jetzt für uns. Einmal jetzt hier nach oben fahren. Tanken muss ich auch bald wieder. So, einmal hier rein. Und auch das hier noch rein. Kommt erstmal das Wichtigste. Quetschen rausgenommen. Mit 100% werden jetzt immer rausgenommen. Brauchen wir ja. Und natürlich unseren Smoker nicht vergessen, brauchen wir auch. Wo
Wo ich gerade hier so bei bin. Wir müssen auch gleich mal eben gucken bei den Tieren, ob da alles Paletti ist. Ob jetzt nachgefüttert wurde oder nicht. Das wäre halt ärgerlich, wenn nicht. Möchte nicht noch einmal die Tiere verlieren. So, einmal anmachen. Presse in der Zeit. Wir gehen jetzt hier rein. Ihre leben noch. Immer schon mal ein gutes Zeichen. Essen haben sie auch. Vielleicht kriegen die noch einen zweiten Trog da rein. So, einmal unseren üblichen Trick hier. Ach ja. Und seinen üblichen Trick, ne? Muss ich den auch schon mitnehmen? Die einmal hier raus. Und dann die anderen einmal rein. Haben wir das eigentlich auch schon? Da gehe ich jetzt auch schon mal rein. Und bald könnte man da auch schon noch mehr haben, ne? An Honig. Hätte ich die eigentlich schon vernünftig hingestellt, dann hätten wir das auch viel schneller hinbekommen. Egal. Das kriegen wir schon alles hin. Nehmen das jetzt auch noch raus. Und natürlich hier unseren Honig draufgestellt auf dem Wagen. Dann werden die Bienen einmal rübergefahren. Für mich sehr wichtig, dass sie da wieder drinne sind. Das ist nämlich auch eine Geldannahme, beziehungsweise wir bekommen hier Geld draus. Und da wollen wir dann uns auch drum kümmern um die Tiere, ne? Bei denen geht's auch gut. Ah, guck mal. Da wieder rein. Sieht hier aus. Holen wir uns natürlich ein paar Eier raus. Hier mal eben zumachen. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich das nicht toll finde, dass es auf E ist. Einsammeln. Glaub noch nicht, ne? Weil ich immer wieder daneben klick. So, 19 Eier haben wir auch da drin. Den Schwein
Sieht es eigentlich soweit okay aus. Bis hier einmal sauber machen. Das muss sein. Wir wollen ja, dass es denen gut geht, ne? Und sobald das Geld rollt, kommt auch ein größerer Hühnerstall. So, auch hier einmal. Alles einsammeln. Hat schon Vorteile. Ich meine, wir bekommen halt Dünger da draus, ne? Die müsste übrigens schwanger sein. Ich gehe davon aus, dass sie bald abferkelt. Er ist auch schon mittlerweile ziemlich groß hier. Wie ist denn die nächste, die was fast tragen kann? Auch ein Weibchen. Glaube ich zumindest. Da sah auf jeden Fall danach aus. Kann mich natürlich auch täuschen. So, 18 Uhr. Schaffen wir noch, hoffe ich. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Wir gerne noch in dieser Folge in unserem neuen Haus schlafen. Wäre halt auf jeden Fall wünschenswert. So, einmal hier anhalten. Einmal rückwärts eingeparkt, das geht doch auch. Für Eier gibt es sogar Bonus. Verkaufen. Ach komm, hier, nimm den Honig auch noch. Auf geht's. Wir brauchen 101 Metall. Hört sich hier verdammt viel an, aber wenn wir jetzt das gekauft haben, ist es gleich ziemlich seeentspannt eingelagert. So, wir sind hier. Ja, müssen wir 110 kaufen. Kaufen. Fertig. Haben wir das auch noch gekauft? Das war so ein Zusatz. Okay, die blockieren sich da gegenseitig. Müssen übrigens tanken. Wäre auch noch eine Sache, was wir machen müssten. So. 3. Naja, wir haben ja schon mal die Sachen gekauft. Wir fahren jetzt zum Tanken. Und dann geht's erst nach Hause. Oder wisst ihr was? Ich fahre zum Tanken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei uns auf der Ranch. Und dann bauen wir das Haus gemeinsam. Dann wünsche ich euch allen jetzt noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.